Ja, mein Name ist Guido Förster. Ich bin der Vormann der Station Grömitz und auch des Seenotkreuzers Hans Hackmack. Und als Vormann leite ich die Station und fahre eben auch das Schiff in Einsätzen und sorge dafür, dass die Besatzung immer gut ausgebildet ist und dass wir immer einsatzklar sind. Ein Seenotrettungskreuzer rettet die Leute aus Seenot. Also jeder, der auf dem Wasser Probleme hat, das können also kleine oder auch größere sein, denen kommen wir zu Hilfe. Wir heißen ja DGZRS, das ist die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger. Die ist mal gegründet worden, weil eben Schiffbrüchige im Wasser ertrunken sind. Also der Grömitzer Yachthafen ist natürlich besonders schön gelegen, weil er genau am Ende der Promenade ist. Der ist also nicht abgelegen, sondern mit im Ort dran. Man ist auch schnell auf der Ostsee. Wenn man jetzt segeln möchte, dann muss man nicht erst ein langes Revier fahren, sondern man ist in 0,x mal eben aufs Wasser gefahren. Und das ist natürlich klasse und man hat das auch immer gut im Blick. Von hier aus kann man die See sehen. In manchen Häfen liegt man so weit drin, da sieht man das Wasser gar nicht, außer im Hafen das. Und das ist natürlich klasse hier. Dieser Liegeplatz wird uns von der Gemeinde zur Verfügung gestellt. Andere Leute müssen hier Liegegebühren bezahlen, wir bekommen das so. Wobei es natürlich auch von Vorteil ist, wenn wir hier liegen. Das ist natürlich für die Leute auch schön, die fühlen sich da ein bisschen sicherer. Und wir sagen immer, wir produzieren Sicherheit. Wir retten also jeden, der Probleme hat. Das fängt an bei einer großen Ro-Ro-Fähre, wo vielleicht ein Passagier sich verletzt hat oder einer von der Besatzung. Dann fahren wir hin und transportieren den an Land und bringen auch einen Arzt mit. Fischkuttern, die vielleicht irgendwann ein Problem haben, und natürlich auch bei der Sportschifffahrt. Das sind natürlich hier im Grömitzer Yachthafen dann die Schiffe oder die anderen, die zu Besuch kommen. Wir haben auch häufig mal ein paar Suchfahrten, wenn jemand gar nicht nach Hause gekommen ist und abends ruft dann jemand besorgt bei der Seenotleitung in Bremen an. Und das geht so weit runter bis zu Badegästen. Wenn abends ein Badegast vermisst ist oder ist jemand gesehen worden, der im Wasser Probleme hat, dann fahren wir da auch hin. So, dass die Seenotretter, die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, sich ausschließlich durch freiwillige Spenden finanziert. Das heißt, unsere Fördermitglieder und auch die Leute, die was in das Sammelschiff tun, das berühmte, was überall rumsteht, die tragen dazu bei, dass es eben den Seenotrettungsdienst in Deutschland gibt. Ja, wenn Sie mal nach Grömitz kommen, können Sie auch den Kreuzer besichtigen. Wir haben öfter mal Open Ship oder so, dann können Sie zu uns an Bord kommen. Das lohnt sich immer. Oder wenn Sie auf dem Wasser unterwegs sind, denken Sie an uns, wenn Sie ein Problem haben, dass Sie rechtzeitig Bescheid sagen. Wir sind also immer einsatzbereit.